Heute habe ich für euch die mit Abstand besten Momente von dem StumbleGuys-YouTuber Lumex. Im ersten Clip hat es Lumex geschafft, dass sein Kollege Flakes gebannt wird. Das ist eigentlich richtig ehrenlos, aber seht einfach mal selbst. Und zwar hat mein Glitch bzw. mein Mod eine neue Funktion bekommen. Und zwar kann ich Leute fake bannen. Das heißt, bei den Leuten wird dann quasi so eine Anzeige geschalten, dass sie quasi gebannt wurden. Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen, Digga, Lumex? Hallo, was schrei mich mal nicht so an? Das gehört sich nicht, Digga. Ja, weißt du was? Digga, das Spiel ist nicht mal eine Sekunde gelaufen. Nein, es reicht jetzt. Ich geh jetzt raus, warte. Warte, Bruder, reicht jetzt. Guck mal, du bist voll korrekt, das ist mein Video. Du machst ganz halt nur Scheiße. Du schreist mich an. Bruder, ich bann dich jetzt, ja? Pass auf, ich bann dich jetzt. Doch, ich bann dich jetzt. So, ich bann dich jetzt, warte. So, Leute, ich mache jetzt hier kurz meine Cam groß, bin ich, dass ihr das hier seht jetzt. Ja, ich bann dich jetzt, mein Ernst jetzt. Wie meinst du, du bannst mich? Ja, es ist kein Scherz, ich kann dich bannen, warte. Und? So, mach mal deinen Screenshare an. Ja, mach deinen Screenshare an. Warum soll ich Screenshare anmachen? Digga, willst du mich jetzt hier. Ja, okay, hier ist mein Screenshare. Ja, aber es ist alles normal, ne? Sieht gut aus, ja? Ja, es sieht gut aus. Mhm, jetzt? Pass mal auf jetzt. Ja, ich hab das ernst gemeint. Also, was du denkst, dass es irgendwie Spaß ist, ist mein Ernst gewesen, ja? Warte mal ganz kurz. Warte mal. Ey, jetzt mal ganz kurz abgesehen vom Video. Das war jetzt kein Joke, so, ne? War einfach ungerecht von dir, deswegen habe ich dich gebannt. Hallo, siehst du gerade was? Ja, ich hab dich gebannt, ich hab dir gesagt, ich bann dich. Im zweiten Clip wurde Lumex von Pat so richtig hops genommen. Aber das Ganze nicht in dem Spiel StumbleGuys, sondern im Spiel Minecraft. Und das mit dem Morph-Mod. Seht einfach mal selbst. Digga, fuck this up. Dynamit! Ich sterbe! Creeper! Oh nein! Junge, jetzt mal eine andere Sache. Checkst du überhaupt was? Ich bin gestorben, Creeper! Junge, hast du nicht gecheckt, dass dir da ein Amor-Stand Hast du nicht gecheckt, dass dir ein Amor-Stand hinterher rennt? Leute, da war wirklich so ein Amor-Stand, ich hab das gesehen. Aber was, warum schon ein Amor-Stand? Junge, ich bin dir als allen möglichen Mobs hinterher gelaufen. Das Amor-Stand, dann plötzlich der TNT. Dann hab ich irgendwie ein bisschen mit dem Enderman einfach mal was gezündet. Bist du das? Ja, natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Und? Auch der Eisengolem und so am Anfang, der dich geschlagen hat. Im dritten Clip haben wir eine sehr unangenehme Aufnahme von Lumex auf OmeTV. Er traf einfach auf zwei Mädchen, die vor ihm getanzt haben. Und ich fand diesen Clip einfach mega unangenehm. Schaut ihn euch einfach mal selbst an. So, tanzen? Stark. Ja, ihr, komm, guck zu. Tanz, komm, fang an. Nein, wir tanzen jetzt nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Tanz mit. Ich tanz mit, okay? Und jetzt drehen! Ja! Okay, reicht. Oh! Oh! Ja, guck ich. Der Clip gerade eben war ja schon richtig, richtig unangenehm, aber diese nächsten Clips werden dich zu 100% zum Lachen bringen. Like und abonniere für eine Woche ganz viel Glück! Lumex ist ja schließlich für seine unterhaltsamen StumbleGuys-Videos bekannt. Vor kurzem hat er aber nicht das ganz normale StumbleGuys gespielt, sondern StumbleGuys 2. Was er dort entdeckt hat, ist einfach nur noch wahnsinnig, deswegen schaut diesen Clip unbedingt ganz bis zum Ende. Wir können jetzt zwischen irgendeinem Skin auswählen. Ah, den müssen wir uns erst kaufen. Nee, danke. Nee, lass uns hier bei dem Skin drücken auf Next und wie einfach dieser Loading einfach nicht mal mittig ist und wir nehmen mal normal. So, und was ist das? Stumble. Wir können jetzt hier irgendein Level auswählen, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier Level 1. Nee, das ist Werbung schon wieder. Ach so. Und schon wieder Werbung. Ey, hallo, reicht doch. Ich habe gerade die Musik ausgemacht. Ey, Mann. Leute, ich habe gerade die Musik ausgemacht. Ich geh wieder an. So, ihr seht jetzt, was ist das denn, Leute? So, Tastatur geht auch nicht. Ich muss hier einfach so richtig komisch steuern. Das geht nicht. Ich kann ja auch so hechten, Leute. Guckt euch das an. Hä, wie verpackt ist das denn, Leute? Was? Mitten in der Runde kriegt man Werbung? Wie dumm ist das denn? Level failed. Ihr gebt mir mitten in der Runde Werbung und dann sagt ihr Level failed. Ach so, Leute. Nee. Da gehen wir direkt raus. Nee. Leute, man kann einfach Leute so festhalten hier irgendwie.
Und man kann auch irgendwie so hechten. Wir haben uns qualifiziert, Leute. Wie nice. Welche Hammer? Was ist das denn? Hä? Hä, guck mal, da ist einfach jemand im Ziel. Was? Wir sind einfach raus, Leute. Wir sind einfach raus. Haben jetzt hier verloren. Übrigens, ja, auf Home drücken wir jetzt. Haben jetzt also XP, haben wir auch bekommen. Ey! Reicht doch mit Werbung jetzt! Im nächsten Clip hat Lumex versucht, Mädchen klarzumachen. Und das mit richtig peinlichen Anmachsprüchen. Ich persönlich finde, man sieht ihm richtig an, wie unangenehm ihm das Ganze ist. Hier habt ihr aber erstmal den Clip dazu. Der Weihnachtsmann hat was gelernt. Pass auf, pass auf. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Bekomme ich hier Insta, hübsche Frau? Ich habe einen Freund. Aber der ist ja safe nicht breiter als ich, ne? Der ist 18 Jahre alt. Wie alt? 18. TikTok? 18, oh mein Gott, es ist schon scheiße spät. Bruder, ich glaube, ich muss auch gleich los schon wieder, ne? Wir haben 14:50. Es ist spät, ich muss los. Auf jeden Fall bin ich korrekt, okay, ich muss los. Ich bin der Weihnachtsmann! Ich sehe alles, ne? Ich beobachte euch. Wir sehen uns. Ich sehe alles. Ja, ja. Hallo. Ho, ho, ho. Ich sage jetzt schon mal jedem ho, ho, das muss aufhören. So, schönen guten Tag. Ich bin der Weihnachtsmann. Der Sommerweihnachtsmann. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Okay, wer von euch ist 15? Jetzt will ich es aber wissen. Wer von euch ist 15? Ja, wer denkt? Die da, ne? Die links da. Mit den komischen Haaren da. Mit diesem Wishmob auf dem Kopf da. Die da, ne? Als wenn die 15 ist! Na, wir lassen das lieber. Aber okay, die hat wenigstens keinen Schminkkasten im Gesicht. Also dafür, dann ist okay. Jetzt keine Beleidigung gegen Schminke. Aber andere Frage. Oh, nee, nein, das kann ich nicht sagen. Hm. Nein, das ist auch böse. Warte, warte. Nein, die sind alle zu hart, Digga. Das muss ja... Oh, mein Gott. Warte mal, ist das gerade ein PS4-Controller gewesen? Ja. Zockt ihr PS4? Ja. Das ist ziemlich cool. Mädchen, die PS4 zocken, das ist cool. Da habe ich. Also warte mal, du zockst. Du bist Mädchen und du zockst? Ja. Jetzt will ich aber dein Insta haben. Okay, nein, die trinken Monster Energy. Wir sehen uns. Oha! Sie hat mich schon genannt! Gebastelt! Gebastelt, Junge! Könnt ihr euch noch an Vivi erinnern? Wenn nein, ist es auch nicht schlimm. Ich zeige euch jetzt einfach mal die allerbesten Momente von Lumex und Vivi. Bleibt dran, denn es wird gleich richtig süß. Hallo? Hallo? Can you speak? Hä, hey, oha, deine Stimme ist für süß. Aber, erstmal, wo willst du landen? Lass mal hier unten irgendwo landen, gar keinen Bock auf Stress. Oha, du hast voll den schönen Skin. Bist du ein No-Skin? Ja, ich bin ein No-Skin, so, weißt du, wie süß ist das denn? Du hast so eine süße Stimme und bist ein No-Skin. Ey, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich bin gerade gemutet. Ey, voll Ehre, sie findet No-Skins süß. Okay, das fühle ich schon mal. Ey, sie wird's gar nicht raffen, wenn ich am Schluss... Okay, wartet. Okay, du darfst jetzt mich nicht auslachen. Ich darf keine Waffen in Fortnite aufheben. Mein Bruder hat gesagt, ich darf nur eine Bedingung spielen. Ich darf nur mit Autos fahren und keine Waffen aufheben. Guck mal, wir machen es so, ich darf einen Tag lang sagen, was du machen musst. Und dann, wenn du alles bestanden hast, gehen wir auf ein Date, okay? Hä, aber wir haben doch gesagt nach dem 1v1, dass ich das Date bekomme. Ja, ich habe mir das anders überlegt. Hä, okay, was muss ich jetzt machen? What the fuck? Ich will jetzt erstmal die erste Aufgabe, okay? Okay, die da wäre... Also deine erste Aufgabe ist, du musst Gurkenwasser trinken. Gurkenwasser? Das ist aber cool. Hä, okay, Leute, ich hatte jetzt kein Gurkenwasser da, aber ich habe dieses, kennt ihr das, diesen eingelegten, wie nennt sich das, Brathering? Der ist auf und keine Ahnung, wie alt der ist, Alter. Ich mach den mal. Boah, Digga, ist ja noch schlimmer als Gurken. Oh, Digga, das kann ich nicht machen, Vivi. Das kann ich nicht machen. Doch, Mann, komm. Das ist ja wohl, das ist nicht so schlimm. Am Ende, ist das nicht mehr gut. Na und? Ey, ich koste das jetzt. Oh, das stinkt, Alter. Ey, ich hab grad gar keinen Bock, das. Hier, seht ihr das? Ich getrau, Digga. Komm, mach auf echt. Ich koste gleich, Alter. Lumex, lebst du noch? Boah, Digga, das ist doch schlechter. Jetzt haben wir ein richtig lustiges Video. Und zwar hat Lumex im folgenden Clip auf sein allererstes YouTube-Video reagiert. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, denn es passiert etwas sehr, sehr Lustiges.
Okay, wow. Also, wir sehen schon, damals schon professionell gewesen mit Intro und so. Ich hatte auch, ich weiß noch, das war mein erstes richtiges Mikrofon, was ich hatte. Ich hatte ganz am Anfang ja ein Headset, dann hatte ich mir, glaube ich, so ein USB-Mikrofon gekauft. Und das war dann so das erste richtige Mikrofon, was ich mir geholt habe. Ich weiß noch, okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, schau mal weiter, let's go. Ciao, Freunde. Was geht? Yo. Lumex hier. Was ein Intro. Also, ich denke, ich kann schon mal sagen, meine Stimme hat sich in 2 Jahren nicht wesentlich verändert. Also, an der Stelle schon mal, aber mein Ausdruck auch sehr wild. Aber das typische YouTube-Intro war schon mal damit. Ciao, Freunde. So muss das. Hier, okay, ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter. Und herzlich willkommen heute zu einem brandneuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Bruder, das kann ich mir doch nicht geben. Hilfe. Okay, doch. Ich muss da jetzt durch, Freunde. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ja, Freunde, ihr habt's gehört. Mein Name ist Lumex. Und ja, Freunde, ihr habt schon am Titel gesehen. Wir zocken heute wieder eine ganz, ganz wilde Runde Fortnite. Ja, okay, die Katzkes waren auf jeden Fall schon da. Hier findest du noch die ersten Videos von allen StumbleGuys-YouTubern. Es ist super lustig geworden, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das erste Video von iCrimex aussah.